Herzlich willkommen zum zweiten Video aus der Videoreihe zu Scratch Kara. Ja, in meiner Überschrift habe ich hier angemerkt 1 plus 1 ist 2. Und das deshalb, weil Scratch Kara, und um diese Software geht es ja letztlich, eine Mischung ist oder eine Synthese ist aus dem Scratch von dem MIT Media Labs und dem Kara von der Schweizer Swiss EDUC Webseite. Und die haben unabhängig voneinander eben auch das Bemühen gehabt, möglichst eine einfache und verständliche Art und Weise zu finden, mit Hilfe von Software, Programmiererinnen, angehende Programmierer und Programmierer das Programmieren beizubringen. Die Webseite vom Original Scratch gewissermaßen sieht man hier unter dieser URL, kann man sie hier finden. Und Elemente daraus wirst du dann ja gleich sehen bei Scratch Kara. Und Kara selber, Kara der Marienkäfer, findet man hier unter dieser Webadresse bei swiss.edu.ch. Und hier gibt es sogar eine Verlinkung letztlich dazu, sogar von dieser Seite. Dann, wenn man hier runter geht, auf Scratch Kara, bekommt man das dann hier eingeblendet. Und hier sieht man schon den Editor. Und dieser Editor wurde an der Universität Oldenburg entwickelt, eben von Herrn Dr. Ingenieur Dietrich Boles. Im vorigen Video habe ich ja kurz schon diesen Editor eingeblendet und hier sieht man schon, hier ist dieser Marienkäfer, wie man eben von der Swiss EDUC Webseite her kennt und die Art und Weise, wie man eben diese Befehle verwendet, wie man Anweisungen geben kann, die wurden dann in der Art und Weise dann von Scratch übernommen. In den nächsten Videos geht es dann darum, wie man konkret diese Software eben dann auch verwenden kann.